Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen How to Survive. Vielen Dank an die GameStar für dieses Exemplar. Ich bin total glücklich und ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Es ist ein Zombie-Überlebensspiel, aber aus der, ich nenne sie jetzt mal Diablo-Perspektive. Ja, einfach mal so von oben schräg. Wie heißt das nochmal? Habe ich vergessen. Kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Sehr gespannt. Ich weiß eigentlich so gut wie nichts über dieses Spiel. Aber das finden wir gut, denn wir finden jetzt zusammen raus, was es damit auf sich hat. Ich habe mir so ein bisschen den Anfang von so einem Entwicklervideo angeguckt. Das heißt, ich weiß so ein paar Kleinigkeiten, aber eigentlich nicht wirklich was. Ich drücke jetzt einfach mal eine beliebige Taste und wir starten in dieses unglaublich interessante Spiel. Wir machen, glaube ich, ich weiß gar nicht, was machen wir denn jetzt hier? Ein lokales Spiel, ne? Spiele die Stories oder Herausforderungen offline, solo oder mit einem Freund. Also man kann im Multiplayer die Story leider nur an einem Rechner spielen. Was heißt leider? Ich meine, manche Leute finden das ja sehr gut. Hätte ich Freunde, würde ich das auch gerne machen an einem Rechner. Leider geht das nicht. Eventuell habe ich da jemanden, mit dem ich hier so ein Online-Spiel machen werde demnächst. Zwinker, zwinker, ich sag noch nichts. Und starte jetzt einfach mal das lokale Spiel. Wir machen den Story-Modus an, wir machen einen Spieler, ist ja klar, wir sind ja nur einer, und dann haben wir hier die Charaktere. Wüsste ich jetzt schon über das Spiel Bescheid und hätte mir vorher Sachen angeguckt, würde ich euch jetzt hier was dazu erzählen können, kann ich leider nicht. Aber ihr seht's ja, ne, das sind verschiedene Charaktere. Kenji ist hier, warte mal, Gesundheit, Ausdauer, Präzision und Stärke, okay, der ist halt mehr so der präzise Typ, alles andere kann er so mittel. Hier die Tante, die hat irgendwie, ja, so ein bisschen mehr Ausdauer, das finden wir gut. Die Abby, die ist aber ein bisschen schwach, das ist ein bisschen stereotypisch, ne? Finde ich auch jetzt ein bisschen sexistisch oder so. Irgendwas, und so. Politisch und so. Dann haben wir hier den, ich nenne ihn gerne den Tank, weil der, hat viel Stärke und viel Gesundheit. Dafür kann er nur 3 Meter laufen und kann nicht zielen, weil er nicht gucken kann wahrscheinlich. Das ist der Jack, den finde ich gut. Was haben wir hier? Das ist wieder Kenji. Ich persönlich bin ja eher so der harte Typ, der gut austeilt und viel aushält, ne? Nehmen wir doch einfach mal Jack. Lass uns das mal machen hier. Level 1, bla bla. Stämmiges Kerlchen. Körperbau wie ein Plumpsklo aus Beton. Okay. Wir nehmen das Plumpsklo aus Beton. Finde ich gut. Schwierigkeitsgrad. Hätten wir nochmal, du hast die Chance zu überleben. Zumindest ein paar Tage und wir haben Iron Man. Für so ein Let's Play würde ich jetzt erstmal normal nehmen, ne? Damit wir nicht gleich nach 2 Sekunden sterben. Und dann tun wir uns doch einfach mal das Intro rein, wa? Mayday, Mayday, Mayday! This is Scamper Via 2841. Our position 2 nautical miles southwest of Los Riscos Island. We require immediate assistance. Our controls are out. Visibility 4. Mayday, Mayday, Mayday! This is the Coast Guard Station, Brands Point, Scamper Via 2841. Coast Guard Station, Brands Point, Channel 16. Your trajectory is 5. Keep your course. Over. Coast Guard, please confirm. Reef right ahead. Ort unbekannt. Ungefähr seit 13 Uhr ein Überlebender. Hell yeah! Oh! Guck mal, da liegt einer, der braucht Hilfe. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen gepatzt bei den Technikeinstellungen. Ich werde mal hier so ein bisschen die Lautstärke hier runterstellen. Hier ein bisschen, vielleicht da noch ein bisschen und vielleicht noch, das war's eigentlich, übernehmen. Jetzt legen wir los. Zurück, bitte. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Es geht sofort weiter. So! Keine Ahnung, wie das geht. Okay, WASD steuern wir. Ich finde die Grafik sehr, sehr interessant. Und lass uns doch mal hier Hans-Joachim anschauen. Was ist los, Digga? Was muss ich tun? Muss ich E drücken? Nee, E ist Inventar. Sprechen, F. Hey, you, please. I need some help. Ja? I was attacked. I'm exhausted. Okay. There are monsters everywhere on this goddamn island. Some followed me and surrounded me on this beach. Once I managed to kill some of them, but look, bastards bit me. Shit, er ist gebissen. Listen, I know there are medicinal plants around here. You gotta bring me one. It should ease the pain. Uh-huh. Please, be quick. Ich blute stark. I'm bleeding.
Ziele. Finde eine Heilpflanze und bring sie zu Andrew. Alles klar. Okay, und was ich jetzt weiß... Oh, drücke Tastatur-Tabulator, um die Karte zu öffnen. Ja, gut. Da sehen wir ein Ausrufezeichen. Seht ihr das? Also das Nähere. Ich nehme an, das ist das Ganze. Genau, und was ich gelernt habe bei diesem Entwickler, wie du warst, ich mal kurz gedrückt habe, drücke Taste leer, um zu laufen. Okay. Wie wir uns ja noch erinnern, Jack kann nur ganz, ganz wenig laufen. Der hat super wenig Ausdauer. Bleib mal ruhig, Andrew. Das, beruhig dich mal. Wir machen das schon. Wir machen das schon. Was ich sagen wollte, in diesem Entwicklervideo habe ich gesehen, die haben erklärt, dass sie Sachen, mit denen man interagieren kann, so ein bisschen markiert haben mit so Blutflecken. Wie ihr hier vielleicht eventuell sehen könnt, bei dieser Pflanze hier ist so ein bisschen rote Farbe. Auf F kann ich das nehmen, da ist auch die rote Farbe weg. So, wir haben die Pflanze und wir gehen hier hin und sprechen mit ihm. Thanks, pal. These plants taste like shit, but they're pretty good painkillers. You may need them yourself. Here's hoping you don't. Mission abgeschlossen. Das war die leichteste Mission der Welt. Naja, aber es ist ja der Anfang so. 100 EP haben wir bekommen, das heißt, wir steigen Level auf. Das finde ich interessant. Jetzt ist mir aufgefallen, es tut mir wahnsinnig leid, aber ist es nicht irgendwie so ein bisschen laut um mich herum, Leute? Ist das die Musik vielleicht? Ich denke, das sind die Effekte. Die Stimmen finde ich eigentlich ganz gut, wenn die so laut sind. Wir übernehmen nochmal. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Das Wasser ist irgendwie so laut. Halt die Schnauze, Wasser! Okay, ich hoffe, ihr könnt mich hören. So, Andrew hat er jetzt... Achso, jetzt hätte der nochmal eine Mission für uns, weil wir kennen das ja, ne? Ihr kennt das ja auch. Ausrufezeichen in meinem Kopf heißt Mission. Dann schnacken wir nochmal mit ihm. Hey, my name's Andrew. I'm not sure how I ended up here. It's a little hazy. But this place... It's a nightmare. A living nightmare. I'm one of a small group of survivors. It's been about a week since we tried and failed to escape these islands. Seems impossible to get off. Many of us have died, devoured by these damn monsters. Right now, my friend Ramon is all I've got left. The rest are either dead or walking dead. Ramon is injured and can hardly move. I left him close to our boat while I went to find fuel. Please find him. Tell him that I'm injured and stuck here. You'll find him on the beach, on the east side of the island. Listen, be careful, really careful. The island is swarming with these fucking monsters. Here, take this stick. You'll need it to survive. Nimm diesen Stock. Geil. Ziele. Finde Ramon im östlichen Teil der Insel und unterrichte ihn über die Lage. Erhalten? Ein Holzstock. Ja, danke sehr, Andrew. Das ist sehr nett von dir. Ich dachte erst, ich muss vielleicht einen Zahnstocher nehmen. Nein, jetzt haben wir einen Stock. Finde ich gut. So, jetzt ist hier Punkt, Punkt, Punkt. Drücke die Taste Linksklick, um die aktuelle Waffe zu verwenden. Wuppa! Shino! Minuto! Verwende PC Aim, um dein Ziel anzuvisieren. Mit PC Aim meinen sie wahrscheinlich hier die Maus. Okay. Halte die Taste Linksklick gedrückt und lasse sie los, um einen kritischen Angriff durchzuführen. Wuppa! Tabulator. Zack. Okay, wir müssen also hier da rechts oben hin. Rechts, mittig, oben, Mitte, unten, rechts, links. Das finde ich gut. Tabulator wieder weg. Ich finde die Steuerung ganz nice. Ich dachte, das wäre so ein bisschen umständlicher, obwohl es ein bisschen schwammig ist. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Jetzt nach dem ganzen State of Decay-Ding ist das eine super Steuerung in Maus und Tastatur. So, wir haben jetzt hier noch ein paar Vögel. Da ist noch eine Leiche irgendwie, aber da ist nichts, was ich aufheben kann. Jetzt halten wir natürlich Ausschau nach diesen roten Flecken und da haben wir auch schon welche. Heilpflanze, zack. Das sind Vögel. Die würde ich gerne hauen, aber das geht jetzt nicht. Hier steht Keep Out. Also bleibt draußen. Wer hat das hier gebaut? Warum hat er das gebaut? Ich wüsste es gerne. Vielleicht war es auch nur sie. Wer weiß das schon. Lass uns noch ein bisschen... Schlage auf die Holztüren ein, um sie aufzubrechen. Geil. Okay, was ist hier? Medikit. Das finden wir gut. Das prangern wir nicht an. Lass uns mal hier hochlaufen, bitte. Hier hat einer ein Bein verloren. Ich frage mich, wer da auf das Bein draufhackt, wenn der Typ schon am Boden liegt. Aber na gut. Die Leute werden ihre Gründe haben.
Ich dachte, da wären noch mehr Pflanzen. Jetzt, okay. Hier kommen wir eh nicht weiter. Wollen wir dagegen hauen? Nein, hier geht's nicht weiter. Okay. Space Hustle! Boah, der kann echt nur 3 Meter laufen. Noch nicht mal. Was sag ich? 3, 2 Meter! Was ist hier? Was ist das? Govax Rules. Introduction. Greetings. If you are reading this, you are probably afraid for your life. You will be lost and hungry. And if you have not already, you will soon encounter the many zombies who live here. Please, stay positive. The situation is desperate, but not lost. Thanks to my survival guide, you will get through this. My guide is a thorough training program to help you survive the most extreme environments. It contains all you need to combat the zombies. Good luck, and see you soon, survivor! Remember, unarmed combat is useless against these monsters. Ouch. Always use a weapon. Okay, das heißt, wir können keine Zombies verprügeln ohne Waffe, oder was? Dabei haben wir doch den starken Jack genommen. Ich habe mich da so ein bisschen drauf gefreut, ne? Übrigens wollte ich auch mal erwähnen, für die Leute, die bei mir Brothers geguckt haben, wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ich würde mich total freuen, das nächste Spiel von 505 Games zu spielen, weil die so geil waren. Dieses Spiel hier ist von 505 Games. Also, verspricht es schon mal viel. Kann ich hier eigentlich hoch? Kann ich irgendwie springen? Geht nicht, ne? Es geht nicht, ne? Shit. Okay. Oh, da spielt jemand Zombie-Modus. Haha, hallo. So. Wo geht's denn lang? Muss ich hier lang? Bin ich hier eh gerade lang gelaufen und komme nicht weiter? Das kann natürlich auch sein. Nee, hier geht's weiter. Oh, shit. Leute. Shh. Da ist ein Zombie. Was soll ich tun? Wir hauen ihm einfach auf die Schnauze, ne? Halten Sie Linksklick gedrückt und lassen Sie los und man... Ja, ja, okay. Wir lassen ihn jetzt mal gedrückt. Ruhen wir aus. Ach so, das... okay. Das wird einfach irgendwann ausgelöst, wenn man zu lange gedrückt hält. Uah! Geil. Der kritische Treffer ist mal richtig geil. Ich drücke mal kurz E. Denn wir haben ja hier diesen Stock. Holzstock. Ein starkes, steifes Stück Holz. Gut, um damit auf etwas einzuschlagen. Okay, die Leute haben schon mal Humor, das finde ich gut. Beziehungsweise der Humor wurde gut übersetzt, weil das ist ja auch nicht Englisch, ne? Und oft geht der Humor verloren bei Übersetzung. So, jetzt haben wir hier 2 Zombies. Einmal noch einen kritischen Schlag, bitte. Zack. Okay, ich glaube, man kann immer nur 1 Zombie treffen. Bam. Okay, da kriegen wir ein paar EP dazu. Also Erfahrungspunkte. Das finde ich gut. Ich halte meine Augen offen, ob ich noch mal rote Flecken sehe wegen Pflanzen einsammeln und so. Aber bis jetzt... Ah, da. Hier. Guck mal hier. F. Geil. Was haben wir hier? Oh, ich glaube, das ist noch ein Stück von diesem Survival-Buch. Schauen wir doch mal rein. Nee, doch nicht. Haha. Boost und Gesundheitsfürsorge. Medizinischer Breiumschlag. What the fuck? Was muss ich tun? Muss ich hier drauf drücken? Medizinischer Breiumschlag. Entwurf. Pflanze und... Maske? Zorro-Maske? Schuh? Was ist das? Beschreibung. Wenn's juckt, heilt's. Gesundheit plus 50%. Oh, das hat Mutti immer gesagt, ne? Oder Obi. Erinnert ihr euch? Warum flackert das hier so? Ist das ein Effekt oder ist das irgendwie ein Bug? I don't know. Okay, Kovac finde ich auch schon mal ganz schön cool, der Typ mit der Maske. Aber ich kann jetzt hier irgendwie gar nichts machen. Ich habe hier zwar irgendwie, einen Entwurf für irgendwas. Wahrscheinlich brauche ich einfach nochmal diese Sache und dann kann ich das machen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Was auch immer diese Sache ist, wir kennen sie noch nicht, denn sie ist noch schwarz. Oh, da ist noch ein Stück. Oh, shit. Zombies. Warte mal, ich komme mal ganz normal drauf. Hopp. Oh, töten. Pass mal auf. Das habe ich nämlich auch gelernt. Wenn du einmal draufhaust und dann wird töten angezeigt. Oh, shit. Lauf. Okay. Wenn du dann nochmal F drückst. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Bams. Bams. Vielleicht kann ich es dir nochmal zeigen. F. Und dann macht er... Bam. Dann macht er so einen Finish-Move. Errungenschaft freigeschaltet. Tod. Mal wieder. I like. Da ist noch eine Pflanze. Die nehmen wir auch nochmal mit. Zack. Und wir haben so ein bisschen Leben verloren. Wie benutze ich die Pflanze? Die kleine Pflanze mit großem Effekt. Gut für den Körper. Einfach draufdrücken. Essen. Yes. Volles Leben. Finde ich gut. So. Dann wollen wir nochmal hier nochmal reinschauen, oder? Oh.
Kovacs Rules. Chapter 1. Close Combat. Here are some basic rules you have to keep in mind when you have to confront a monster during close combat. Use the right stick to aim. You still can move while aiming. Aber ich spiele mit der Tastatur. Hold your strike to increase its damages. Press the A button when kill appears above a hurt monster to make an instant kill. Also ich muss mal sagen, ich finde dieses How to Survive Buch echt total super. Jetzt haben sie es natürlich nicht angepasst auf Maus und Tastatur, aber da drücken wir mal zwei Augen zu. Dass hier ständig diese Dinger eingeblendet werden, geht mir so ein bisschen auf den Sack. Vielleicht kann man das ja mal ausschalten. Bams. Komm mal her, Digga. Jetzt, ich habe noch keine Taktik für mehrere Zombies. Also ich meine, gut, manche davon sind ja langsam. Oh, jetzt habe ich zwei getroffen. Das ist schon mal gut. Wenn man zwei treffen kann. I like. Oh, nicht mich hauen. Nicht mich hauen. Ah, nice. Können wir mal bitte diese Einblendung ausschalten? Das geht ja gar nicht. Achso, hier ist Einstellungen, ja. Automatische Sofortkills, Untertitel mögen wir. Mitwirkende Einstellungen, ja, shit. Okay, es geht nicht. Es geht nicht auszustellen. Dann muss ich das wohl auf meinem Sack behalten. Oh, schon wieder! Okay, was haben wir hier? Leere Flasche. Was können wir damit machen? Eine volle Flasche Bier wäre mir lieber. Aber egal. Könnte ganz nützlich sein. Okay, guter Tipp. Guter Tipp. Kann man die Perspektive drehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Sonst würde ich hier nochmal reingucken. Aber die Kamera fährt automatisch so ein bisschen von oben über das Haus. Das finde ich ganz gut. Ich höre hier irgendwo noch einen Zombie. Da. Das schon mal ausholen? Nee, noch nicht. Achso, was ich eigentlich nochmal rausfinden wollte, ist, ob dieser Stock oder generell Waffen irgendwann kaputt gehen. Aber es sieht nicht so aus. Und wenn das so wäre, dass die Sachen nicht kaputt gehen, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Dann wäre das ein kleiner Traum für mich, weil ich hasse das. Ich hasse das bei den Zombie-Spielen, wenn du irgendwie dreimal irgendwen hauen kannst und dann kannst du die Waffe wegwerfen. Das finde ich so albern. Ich meine, ein solider Stock ist ein solider Stock. Und da kannst du mindestens 283 Mal draufhauen. Das ist eine ganz grundsolide Physikregel. Und nur weil man jetzt ein RPG spielt und irgendwie mehrere Waffen finden muss und craften muss und so weiter, ja, finde ich, das hilft jetzt irgendwie nicht bei der Atmosphäre, ne? Na gut, aber wollen wir uns jetzt mal nicht aufregen. Im Moment sieht es ja so aus, als wenn die Waffe nicht kaputt geht. Und das finden wir ja gut. Können wir hier dagegen hauen wieder? Yes. Aber hier ist nichts drin, oder was? Drücke die Taste Linksklick, um die aktuelle Waffe zu verwenden. Das danke sehr für diesen Tipp. Okay, ich höre wieder einen Zombie. Hier kommen wir nicht durch, ne? Kann ich mal ganz kurz auf die Map gucken? Oh. Okay, jetzt könnten wir ordentlich laut Map, könnten wir hier lang gehen. Aber das geht gerade nicht. Aber habt ihr das gesehen? Hier da mittig, da ist so ein Wasserhahnzeichen. Da würde ich ja wahnsinnig gerne mal hingehen und mal gucken, was das ist. Und das ist ja ein super Cliffhanger, ne? Finde ich auch, wenn ihr das schon sagt. Und zwar für die nächste Folge. Diese Folge ist nämlich schon mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, bitte unbedingt einen Daumen hoch. Das würde mir sehr, sehr, sehr helfen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.